Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur besten Ehrung der IHK Kassel-Marburg. Wir wollen heute Abend die besten Azubis der Sommerprüfung 2021 ehren. Und das seid ihr. Um euch geht es. Ihr seid 243 junge Menschen, die ihre Prüfung mit sehr gut abgeschlossen haben. Und wir freuen uns sehr, dass ihr virtuell dabei seid, dass ihr zugeschaltet seid. Und wir haben gleich am Anfang eine Bitte. Wir freuen uns über jede eingeschaltete Kamera, denn dann können wir euch im Laufe des Abends immer wieder mal einblenden, immer wieder mal reinschneiden. Und wir sagen, ja, da seht ihr schon, ihr seht alle super aus. Los geht's. Wir sagen genauso herzlich willkommen an eure Familien, an eure Ausbilderinnen und Ausbilder, eure Betreuer, eure Verwandten, die vielleicht zuschauen und alle anderen Gäste im Livestream. Schön, dass ihr und dass Sie alle heute Abend dabei seid. Normalerweise würden wir uns jetzt am Airport in Kassel gegenüberstehen. Es würde vermutlich Häppchen geben, so richtig live und in echt. Ihr kennt das Thema. Wir haben uns nochmal für einen virtuellen Livestream entschieden. Vielleicht geht das irgendwann mal wieder in echt. Ihr habt aber auch trotzdem Häppchen ja nach Hause bekommen. Es gab ja ein Partypaket mit Popcorn und Getränk und Konfetti. Da könnt ihr es euch trotzdem gut gehen lassen. Und immerhin sind wir auch live und in Farbe. Und wir haben eine Chat-Funktion. Deswegen, wenn ihr Glückwünsche habt oder Grüße, schreiben Sie sie alle in den Chat. Wir werden die am Ende nochmal einblenden. Und jedes gute Wort stößt hier auf jeden Fall auf Freude. Ja, was erwartet euch heute Abend? Unsere Ehrung wird eine Stunde etwa dauern. Wir werden 6 von euch hier persönlich kennenlernen bei der IHK in Kassel. Und wir werden natürlich alle miteinander anstoßen und euren tollen Abschluss feiern. Wobei man wirklich nochmal deutlich sagen muss, toller Abschluss ist eigentlich stark untertrieben für das, was ihr geleistet habt. Weil ein sehr gut ist zwar ein sehr gut, beschreibt aber eigentlich gar nicht das, was die letzte Zeit hier los war. Ihr habt Homeoffice, Homeschooling, Arbeiten im Betrieb, Lernen und am Ende noch Prüfungen hingelegt, die natürlich nicht einfacher waren als noch vor 2 Jahren. Die Bedingungen waren es aber. Also ihr habt da wirklich Großartiges geleistet und deswegen geht es jetzt auch los mit eurer Ehrung. Wir begrüßen jetzt die beiden Gastgeber des heutigen Abends, IHK-Präsident Jörg Ludwig Jordan. Kommen Sie zu uns, herzlich willkommen. Und den Hauptgeschäftsführer der IHK, Arndt Kleinservice. Herzlich willkommen an Sie beide. Ja, schön, dass Sie das möglich machen, diesen Abend. Und ich sage mal herzlich willkommen in Ihren eigenen Räumen, in Ihren eigenen Hallen. Ja, das ist mal ein Rollenwechsel, ne? Genau. An Sie hätte ich mal die erste Frage, Herr Jordan. Sie sind ja nicht nur der Präsident, Sie sind auch Unternehmer. In Kassel kennt man die Firma Jordan. Sie haben ungefähr 1500 Mitarbeiter. Bei Ihnen wird auch ausgebildet. Das heißt, das Thema Ausbildung ist Ihnen schon seit vielen Jahren eigentlich geläufig. Jetzt haben wir wahrgenommen, dass im letzten Jahr die Ausbildungszahlen in ganz Deutschland, muss eigentlich sagen, drastisch zurückgegangen sind und natürlich auch in Ihrem IHK-Bezirk. Jetzt haben wir eine hoffnungsvolle Frage. Wie sieht es denn dieses Jahr aus? Ja, Herr Marke, vielen Dank nochmal für die Einleitung zunächst. Und um auf Ihre Frage direkt zu antworten, nicht nur in unserer Firma sieht es sehr gut aus, wir scheinen auch sonst die Trendwende zu schaffen. Unsere Betriebe setzen weiter auf die Ausbildung des eigenen Nachwuchses. Sie übernehmen Verantwortung. Es gibt zahlreiche offene, unbesetzte Lehrstellen, also es könnte noch einiges nachrücken. Schon vor der Pandemie war das Matching von Ausbildungsplatzangebot und möglichen Auszubildenden nicht leicht. Doch dann erschwerten die Corona-Beschränkungen, vor allem die Lockdowns, die Kontaktaufnahme zwischen Betrieben und Auszubildenden noch zusätzlich. Die üblichen Wege, Azubi-Börsen, Schnuppertage und physische Bewerbungsgespräche, waren kaum möglich. Auch die Praktika sind auch mehr oder weniger ausgefallen. Die IHK-Organisation hat deshalb bundesweit Aktionen aufs Gleis gesetzt, um auf anderen Weg Azubis zu Betrieben zusammenzubringen. So zum Beispiel bei virtuellen Ausbildungsbörsen, bei digitalen Speed-Datings und Online-Ausbildungsmessen. Unsere Bildungsberatung hat in diesem Jahr mit digitalen Formaten rund 1000 Personen erreicht. Wir verzeichnen aktuell mehr neu eingetragene Ausbildungsverhältnisse als im Vorjahr. Genaue Zahlen veröffentlichen wir jedoch mit unseren Partnern wie die Arbeitsagenturen in Kürze. Dem möchte ich nicht vorgreifen. Aber ich kann schon sagen, die Richtung stimmt. Unser Einsatz lohnt sich. Ja, vielen Dank schon mal. Die Bestenehrung ist ja wirklich immer ein Highlight und das ist jetzt schon die zweite, die Sie virtuell als Livestream anbieten. Wie waren denn da Ihre Erfahrungen beim letzten Mal? Ja, ausgesprochen gut. Herr Dr. Arndt Kleinservice und ich waren uns im Frühjahr schnell einig, dass wir unseren Top-Nachwuchs trotz Corona unbedingt angemessen würdigen wollen. Vielleicht auch gerade wegen Corona in dieser Zeit. Wir haben dann das Format des Livestreams gewählt, damit Freunde und Familien unsere Besten in Echtzeit gratulieren können. Sie sitzen mit an dem Bildschirm und können die Veranstaltung live verfolgen. Wir wollten unbedingt eine Chat-Funktion ermöglichen. Deshalb kam eine Aufzeichnung nicht in Frage.
obwohl man live natürlich immer ein gewisses Risiko eingeht, zumal wir bisher noch keine Erfahrung mit Bewegtbildformaten dieser Art gesammelt hatten. Die guten Zugriffszahlen im Internet, den sozialen Medien und vor allem die vielen Glückwünsche im Chat haben uns ermutigt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Ich bin gespannt, was heute vor allem im Chat passiert. Das, was unsere 243 Besten geleistet haben, ist eine besonders gute Leistung in besonders schwierigen Zeiten. Das muss man hervorheben. Das gilt auch für unsere Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen, die das wertvolle Gut der beruflichen Ausbildung gesichert haben. Schon an dieser Stelle herzlichen Dank an alle Beteiligten. Die Spitzenleistungen der Auszubildenden sind Ausdruck der sehr guten Ausbildungsqualität unserer dualen Partner. Den Unternehmen und Berufsschulen, aber auch dem persönlichen Umfeld, Familie, Partnern, Freunden, unserer Auszubildenden danke ich ausdrücklich für ihre Unterstützung. Es ist ja schon unter normalen Umständen nicht immer leicht, jemanden durch Prüfungsstress zu begleiten. In Pandemiezeiten sage ich deshalb ganz besonders Danke. Da kann ich mich anschließen. Danke für den Moment, Herr Jordan. Wir kommen, reden gleich noch weiter. Herr Kleinservice, an Sie habe ich auch eine Frage. Wir reden ja heute auch viel über Berufe und unsere Besten oder Ihre Besten kommen aus 46 verschiedenen Berufen. Die Auswahl und die Vielfalt heutzutage, die ist riesengroß an Berufen, ist ja super. Und man hört immer wieder in dem Zusammenhang den Begriff MINT-Berufe. Jetzt habe ich inzwischen gelernt, es ist nicht ein Job aus der Kaugummi-Industrie und auch nicht aus der puren Botanik. Was hat es genau mit diesen ominösen MINT-Berufen auf sich? Ja, schönen Abend, Herr Mauke. Es ist ganz einfach. MINT ist eine Abkürzung und die steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und Berufe aus diesem Bereich erfahren ja leider nicht immer die Nachfrage, die sie verdienen und vor allem die unsere Gesellschaft ja so dringend bräuchte. Also diese Berufe waren selten so wertvoll wie heute. Warum? Digitalisierung, die technischen Herausforderungen der Klimawende und vieles mehr erfordern eben eine hohe Zahl von Menschen mit MINT-Kenntnissen. Und damit, das sage ich ausdrücklich, sind eben nicht nur Ingenieure, Wissenschaftler und Forscher gemeint, sondern auch und insbesondere qualifizierte Fachkräfte, die eine entsprechende duale Ausbildung absolviert haben. Was heißt das konkret? Also mal Beispiele zu nennen, Elektroniker für Geräte und Systeme oder der Industriemechaniker. Es ist halt so, unsere Zukunftsaufgaben werden wir nur lösen können, wenn eine entsprechende Zahl technischer Fachkräfte, zum Beispiel Solaranlagen, entwickelt, aber auch installiert. Mal um eine Zahl zu nennen, der MINT-Frühjahrsreport 2021 des IW, also des Instituts der Deutschen Wirtschaft, weist eine Lücke von rund 150.000 Stellen in ganz Deutschland aus. Wir stehen also bei den MINT-Berufen fraglos vor einer echten Herausforderung. Heißt, wir dürfen bei der Berufsorientierung an dieser Stelle auf keinen Fall nachlassen, müssen sogar eher noch einen Zahn zulegen. Ja, das ist eigentlich die konkrete Frage. Was können Sie als IHK Kassel-Marburg dagegen denn tun? Ja, also es ist, wie ich schon betont habe, um mehr MINT-Fachkräfte gewinnen zu können, bedarf es einer verstärkten Berufsorientierung, vor allem in dem Bereich und ich denke vor allem auch in die höheren Schuljahre. Oft wissen Schülerinnen und Schüler an Gymnasien einfach zu wenig über die vielfältigen Karrierechancen, die die duale Ausbildung allgemein und die technischen Ausbildungsberufe im Besonderen ermöglichen. Und ich finde es schade, dass es so eine Art Automatismus zu sein scheint, nachdem der eben sagt, dass jeder, der ein Abi macht, studiert. Und dieser Automatismus ist einfach oft in einem Informationsdefizit begründet. Wir haben deshalb gemeinsam mit dem nordhessischen Regionalmanagement 2016 das MINT-Forum gegründet, um uns mit Partnern wie der Uni Kassel, der Stadt Kassel und Unternehmen Sartorius in Cuxhagen zum Beispiel zu treffen und Strategien zu entwickeln oder auch Workshops durchzuführen. Und dieses Miteinander war dann so erfolgreich, dass es jetzt eben zu einer Fortsetzung kommt. Heißt konkret, wir treffen uns Mitte November mit allen Beteiligten, setzen uns an einen runden Tisch, um einen Strategieworkshop auszurichten und konkrete Aktivitäten für das kommende Jahr auszutüfteln. Und ich nutze gern den heutigen Abend dafür, um interessierte Unternehmen dazu zu motivieren, sich gerne zu melden, wenn da Interesse besteht, uns hier ein Stück weit nach vorne zu bringen. Vielen Dank. Also der Aufruf ist rausgegangen. Herr Jordan, Sie waren ja immer wieder vor dem Fachkräftemangel. Das habe ich schon in mehreren Interviews von Ihnen auch gelesen. Das ist ja so Ihr zentrales Thema, sagen Sie. Wenn man aber nicht ganz so tief in der Materie drinsteckt, dann bleibt das für viele vielleicht auch so ein bisschen so eine abstrakte Bedrohung, in Anführungszeichen. Ja, man hört das schon sehr lange und sehr oft, aber viele können sich vielleicht nicht so richtig darunter vorstellen, was es konkret bedeutet. Vielleicht können Sie uns mal erzählen, über welche Zahlen reden wir hier eigentlich? Ja, vielen Dank, Herr Mauke, dass Sie das nochmal ansprechen, weil das ist mir gerade an dem heutigen Abend auch wichtig, nochmal zu betonen,
wie wichtig die Berufsausbildung ist für die Wirtschaft in unserem Lande ganz allgemein. Es ist natürlich auch eine oder insbesondere eine Folge der demografischen Veränderung. Die Bevölkerungspyramide steht auf dem Kopf. Die geburtenstarken Jahrgänge werden in den nächsten 10 Jahren allmählich ins Rentenalter eintreten. Und wir haben generell zu wenig Nachwuchs, eigentlich in allen Berufen, in allen Segmenten, auch in vielen akademischen Bereichen. Aber besonders hart trifft es die Wirtschaft in ihren praktischen Berufsbildern, weil viele junge Leute inzwischen Abitur machen, über 60%, und dann in Verbindung damit auch sehr oft zunächst den Weg ins Studium einschlagen, also zu, ich glaube, 90%. Damit fehlt es enorm an jungen Leuten, die in die Berufsausbildung einsteigen. Wir haben ermittelt, dass bis 2035 in Nordhessen und im Kreis Marburg zusammengerechnet voraussichtlich ca. 90.000 Fachkräfte fehlen. 90.000 oder anders ausgedrückt, mehr als ein Viertel, fast 30% der Fachkräfte ausfallen werden innerhalb von 12 Jahren. Das prognostiziert der kürzlich für uns veröffentlichte IHK-Fachkräftemonitor. Diese Entwicklung ist ein großes Risiko für uns alle. Vor allem gut qualifizierte Mitarbeiter werden dem Markt fehlen. Unsere Auszubildenden von heute sind die dringend gesuchten Fachkräfte von morgen. Und wenn ich Fachkräfte sage, meine ich auch Fachkräfte und nicht Arbeitskräfte. Wer eine duale Ausbildung absolviert hat, ist Fachkraft, hat gelernt zu lernen und wird sich mit Hilfe von Weiterbildung auf den aktuellen Wissensstand halten können. Ja, vielen Dank. Sie sprechen nochmal die Chancen auch der dualen Ausbildung an. Das treibt natürlich auch viele Unternehmen und Verantwortliche in der Region um. Und Beate Lopata-Nazar ist Ausbildungsleiterin bei der EAM in Kassel. Und sie hat in unserem nächsten Einspieler genau dazu eine Frage. Ein herzliches Willkommen bei der EAM in der Ausbildung. Mein Name ist Beate Lopata-Lazar und ich leite den Bereich der Aus- und Weiterbildung, stellvertretend für viele Betriebe im IHK-Bezirk Kassel-Marburg stehe ich heute hier vor Ihnen. Ich gratuliere Ihnen auch im Namen Ihres Unternehmens, Ihrer Firma. Sie können sehr, sehr stolz auf sich selbst sein und das können Ihre Unternehmen auch sein. Die Ausbildung hat für die EAM eine große Bedeutung. Seit 1937 bilden wir aus. Wir bilden im gewerblichen Bereich aus und auch im kaufmännischen Bereich sowohl Industriekaufleute als auch Elektroniker für Betriebstechnik. Und es gibt auch die Möglichkeit, ein duales Studium zu absolvieren, das heißt Ausbildung mit Studium zu kombinieren. Eine Berufsausbildung bietet einem jungen Menschen viele Chancen. Durch eine Berufsausbildung lernt man Grundlagen, viele Fähigkeiten, man arbeitet im Team, man lernt fachliche Kompetenzen und es ist egal, wie mein beruflicher Weg weitergeht. Ich erfahre viele Dinge, die ich als Mensch wie auch als Fachkraft später im Berufsalltag gut einsetzen kann. Sehr geehrter Präsident Jordan, wird aus Ihrer Sicht in der Berufsorientierung deutlich genug, dass eine duale Ausbildung hervorragende Karrierechancen bietet, besonders im Hinblick auf die Studienzweifler? Ja, liebe Frau Lopata-Lazar, das war ein Einspieler, ich weiß nicht, ob Sie zuhören. Ich glaube, vielen Schulabsolventen ist noch überhaupt nicht klar, welche Chancen eine duale Berufsausbildung tatsächlich beinhaltet. Herr Dr. Klein-Zirbes sprach von einem Automatismus bezüglich der Akademisierung oder vom Akademisierungswahn vielleicht schon. Wir müssen und werden deshalb noch deutlicher machen müssen, dass eine duale Ausbildung eine sehr gute Voraussetzung für eine Karriere ist. Ein Studium allein garantiert noch lange nicht, dass ich nach meinem Abschluss Führungsverantwortung übernehmen kann oder vielleicht einen besser bezahlten Job bekomme. Kritisch wird es, wenn sich Menschen für ein Studium entscheiden, dies aber aus welchen Gründen auch immer perspektivlos in die Länge ziehen, anstatt sich über Alternativen zu informieren. Fast ein Drittel, rund 28% aller Studienanfänger eines Bachelorstudiengangs verlässt nach Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung die Universität ohne Abschluss. Oft kennen Studierende, Schülerinnen und Schüler gar nicht die Vielfalt der dualen Ausbildung. Alleine im IHK-Bereich, also ohne die Handwerkskammer zum Beispiel, gibt es 250 staatlich anerkannte Ausbildungsberufe von A wie Anlagemechaniker bis Z wie Zweiradmechatroniker. Das Angebot umfasst eine Vielzahl von kaufmännischen oder industriellen technischen Ausbildungsberufen. Die Chancen, dass der Wunschberuf dabei ist, stehen also gut.
Wir nehmen Studienzweifler und Studienaussteiger verstärkt in den Fokus unserer Ausbildungsberatung. Wir wissen, wer an seiner Entscheidung für das Studium zweifelt oder sich sogar bereits exmatrikuliert hat, für den kann der Einstieg in eine Ausbildung das Richtige sein. Dabei entpuppen sich Azubis, die dem Hörsaal den Rücken gekehrt haben, um etwas Praktisches zu machen, oft als Leistungsträger im Unternehmen. Und das ist auch der gute Einstieg und ein besonderer Wert im Mittelstand, wo ja gerade hier die praktischen Erfahrungen von der Pike auf, wie man früher gesagt hat, besonders wichtig sind. Ja, in der heutigen Bestenehrung muss ich das immer wieder betonen. Wer einen Studienaussteiger, der im Rahmen einer Bestenfeier geehrt wurde, fragt, ob er seine Entscheidung für eine Ausbildung bedauert, kann sich denken, wie die Antwort ausfällt. Natürlich nicht. Für das nächste Frühjahr plant unsere IHK beispielsweise wieder ein Speed-Dating. Wir werden zudem verstärkt auf Gymnasien zugehen, um die Vorteile des dualen Ausbildungssystems noch stärker bei Schülern und auch Lehrern darzustellen. Da drücke ich Ihnen ja schon jetzt die Daumen, dass das Speed-Dating vielleicht auch wieder mal in Präsenz stattfinden kann, wobei virtuell ja gar nicht schlimm ist. Wir haben ja schon sehr viel gelernt, euch brauche ich das nicht erzählen. Ihr schaut ja von, und Sie auch, schauen ja von zu Hause zu und man kennt das ja inzwischen. Virtuelle Meetings, virtuelle Seminare, virtuelle Coachings, Meetings, Treffens und so weiter und so fort. Da haben wir alle sehr viel dazugelernt in den vergangenen anderthalb Jahren. Zu echter Medienkompetenz gehört aber noch einiges mehr und darum geht es in unserem nächsten Einspieler. Liebe Absolventinnen und Absolventen, liebe ehemaligen Ex-Auszubildenden, ich bin Thomas Heiner und Lehrer und Abteilungsleiter an einer kaufmännischen Berufsschule der Martin-Luther-King-Schule in Kassel. Ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich gratulieren zu diesem doch sehr bravourösen und erfolgreichen Abschluss Ihrer Berufsausbildung. Sie gehören zu den Besten Ihres Jahrgangs und dafür haben Sie sicherlich sehr viel Schweiß und sehr viel Arbeit investieren müssen. Wie sich jetzt herausstellt, es hat sich gelohnt für Sie. Herzlichen Glückwunsch im Namen aller meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich habe selber auch eine Ausbildung vor ca. 35 Jahren begonnen und damals sah die Arbeitswelt schon noch ganz anders aus und ich denke, Sie wissen, wo ich hin möchte. Die Digitalisierung hat heute doch sehr, sehr große Bereiche Ihrer Jobs vereinnahmt und Sie sind glücklicherweise mit dieser Digitalisierung bereits seit den Kinderschuhen aufgewachsen. Doch wohin geht die Reise? Für mich ist die Reise zum Glück noch nicht bald zu Ende, aber ein Ende ist schon in Sicht. Für Sie steht sie noch bevor. Und Medienbildungskompetenzen werden für Ihren beruflichen Erfolg von ganz entscheidender Bedeutung sein. Die Digitalisierung geht weiter. Deshalb meine Frage an Herrn Dr. Klein-Zirbis. Welche Medienkompetenzen sind Ihrer Meinung nach für den beruflichen Erfolg von jungen Menschen wichtig? Ja, Herr Mauke, also der Herr Heiner stellte eine sehr wichtige Frage. Grundsätzlich geht es wohl darum, dass junge Menschen lernen, bloße Daten in verwertbare Informationen umzuwandeln. Dabei geht es dann nicht nur, aber eben auch darum zu filtern. Es geht um praktische Fertigkeiten, also wie recherchiere ich richtig, wie funktioniert eine Gegenrecherche, wie kann ich also herausfinden, wie belastbar eine Aussage wirklich ist. Für mich gehört zur Medienkompetenz, dass ich zum Beispiel auch erkenne, ob ich eine Meldung oder eine Kommentierung vor mir habe. Wobei es natürlich gut ist, wenn junge Menschen so viel Medienkompetenz vermittelt wird, dass sie zwischen journalistischen Mitteilungsformen, Marketing und Werbung, Public Relations und auch politischer Werbung unterscheiden können. Also Stichwort Influencer. Das umfasst auch das kritische Hinterfragen von Quellen. Übrigens sollte auch die Qualitätsmedien nicht mit dem ganz dicken Finger auf die Influencer zeigen. Man hört ja hin und wieder, dass die Medien, Redaktionen und Anzeigengeschäft auch nicht immer so konsequent trennen, wie das früher einmal war. Und ich halte es für schwierig, wenn diese Trennung zunehmend erodiert. Sei es drum, also man sollte in der Lage sein, Kommunikationsformen wie Zoom oder Teams auf jeden Fall zu beherrschen. Das sind Fertigkeiten, wichtige Fertigkeiten und ein wichtiger Punkt ist natürlich auch der verantwortungsvolle Umgang mit personenbezogenen Daten, wobei es ja so ist, dass der Wert des Datenschutzes bei uns sehr hoch steht. Manchmal übrigens gerade bei denjenigen, die Datenschutz im beruflichen Umfeld ganz groß schreiben und die dann im privaten Umfeld über Social Media alles Mögliche veröffentlichen. Das ist dann immer so ein kleiner Widerspruch. Und ich denke, hier haben Eltern und Lehrer wirklich eine wichtige Vorbildfunktion,
Wir tragen unseren Teil dazu bei, dass es besser wird. Unser Berufsbildungsausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung ein Arbeitspapier zum Thema Pädagogik mit Technik verabschiedet. Ausbilder in den Unternehmen, aber auch die Lehrenden an den Schulen sollen beim Vermitteln der fachlichen Inhalte dazu angeregt werden, mit diesem Papier die heute gängige Medientechnik sinnvoll einzusetzen, damit junge Menschen den sicheren und auch effektiven Umgang mit ihr lernen. Aber wie immer im Leben, Herr Mauke, geht es auch in der digitalen Medienwelt da Chancen und Risiken. Als Chance sehe ich zum Beispiel eine effektive Wissensteilung aller an der Ausbildung Beteiligten an. Ich denke hier an Cloud-Lösungen, bei denen Ausbildungsunternehmen und Berufsschule ihr Wissen zum Beispiel mit dem Auszubildenden teilen können. Ja, vielen Dank, Herr Kleinservice. Das war nochmal ein guter Überblick über das, was man heute eigentlich wirklich auch können muss und auch worin die Chancen liegen. Und so, liebe Leute, jetzt ist es soweit. Wir kommen jetzt zur Ehrung, der Grund, warum wir alle hier zusammengekommen sind. Und wir begrüßen jetzt gleich der Reihe nach 6 Absolventinnen und Absolventen mit ihren Ausbilderinnen, Ausbildern oder eben Firmenvertretern hier vorne bei uns auf der Bühne. Warum eigentlich 6? Das sind sozusagen nochmal die Steigerung. Das sind die Top-Absolventen aus den 6 Regionen oder Landkreisen der IHK Kassel-Marburg. Und die sind eben aus der Region Marburg, dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Kreis Waldeck-Frankenberg, dem Werra-Meißner-Kreis, Hersfeld-Rotenburg und der Region Kassel. So, und als allererstes begrüßen wir die frisch gebackene Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Hanna Schmidt. Kommen Sie schon mal zu uns, herzlich willkommen. Und sie wird begleitet von Sarah von Garsten von der Dr. Schumacher Firma. Herzlich willkommen. Wir können auch mal ruhig klatschen. Ja, Frau Hanna Schmidt, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu diesem herausragend guten Abschluss als Beste im Kammerbezirk und in dem Beruf Kauffrau für Groß- und Außenhandel. Und da muss man auch dazu sagen, da werden ja eine ganze Menge ausgebildet in unserem Kammerbezirk. Es ist leichter, der Beste unter 10 zu sein, als der Beste unter, ich weiß nicht, 200. Und deshalb nochmal ganz besonderen Glückwunsch. Vielen Dank. Jetzt frage ich Sie mal, weil das halt so aktuell uns doch alle noch bewegt, wie ist es Ihnen in der Corona-Zeit während Ihrer Ausbildung ergangen? Was haben Sie besonders vermisst oder wie konnten Sie die Lücken schließen? Vermisst haben wir vor allem das Auslandspraktikum, was eigentlich immer alle machen, die den Schwerpunkt Außenhandel bei Kauffrauen, Groß- und Außenhandel haben. Wir konnten das aufgrund von Corona leider nicht durchführen. Wir hatten auch schon alles gebucht, das war eigentlich alles geplant und es konnte dann leider nicht stattfinden. Und was halt auch gefehlt hat, war auf jeden Fall auch der Präsenzunterricht. Man hat halt durch den Online-Unterricht doch schon irgendwie, ja, halt einfach auch das Soziale hat halt einfach gefehlt mit den Klassenkameraden und mit den Freunden und auch, dass man viel weniger im Unternehmen war, man hat halt weniger mitbekommen und das hat halt wirklich am meisten gefehlt. Ja, ich glaube, das ist in den Medien gar nicht oft genug betont worden oder rausgekommen, dass die jungen Menschen in dieser Zeit, in dieser prägenden Zeit der Ausbildungsphase, die da drin jetzt steckten, extrem hohe Einbußen hatten, auch was die sozialen Kontakte, die Freundeskreise und das alles anbetrifft, was junge Leute einfach auch brauchen und die Zeit so schön macht. Ne? Das ist wirklich schade, aber Sie werden es nachholen. Ja, definitiv. Alles klar. Und trotzdem Ihre Karriere auch weiterverfolgen? Sie bleiben im Unternehmen, wo Sie gelernt haben? Richtig, ich bleibe im Unternehmen. Und haben da schon Pläne? Oder? Ja, also ich bin im internationalen Vertrieb und habe auch vor, da weiterhin zu bleiben. Und habe jetzt vor kurzem noch ein berufsbegleitendes Studium angefangen. Genau, das werde ich jetzt auch erstmal die nächsten Jahre so weiterverfolgen. Ja. Und wenn Sie im internationalen Vertrieb sind, wird Ihnen die Firma sicher auch noch den vermissten Auslandsaufenthalt in irgendeiner Form ermöglichen. Da bin ich sicher, Frau von Garsten, oder? Mit Sicherheit. Das ist auf jeden Fall ist das schon geplant. Das ist ja auch noch möglich. Und ich denke, gerade weil sie einfach die Kontakte ja auch zu ihren Kunden hat, wird sie mit Sicherheit da auch die Möglichkeit bekommen, im Ausland auch mal eine Zeit lang zu arbeiten. Das wäre toll. Und Ihnen gratuliere ich jetzt natürlich erstmal Ihnen und Ihrem Unternehmen, der Dr. Schumacher GmbH, zu diesem erfolgreichen Sprössling, wenn ich es mal so ausdrücken darf, zu diesem tollen Ausbildungsresultat. Ja. Ihr Unternehmen war ja in der Presse im abgelaufenen Jahr, weil Sie als Produzent auch von Desinfektionsmitteln eine starke Rolle gespielt haben in dieser Zeit. Ist toll, dass die Unternehmen wie das Ihrige hier einen so großen Beitrag leisten konnten. Ja. Um uns das Leben in der Corona-Phase zu erleichtern, zu verbessern. Ja, und ich hörte, Sie haben noch mehr
Auszubildende in anderen Berufen, die auch so toll abgeschnitten haben. Richtig, wir haben das auch verraten. Noch drei weitere Industriekaufleute, die uns natürlich hoffentlich jetzt auch zugeschaltet sind und mit jetzt an dieser Ehrung teilnehmen. Ja, wir haben insgesamt 4. Ja, Mensch, da hätten Sie die eigentlich auch noch mit hierher bringen müssen. Aber ich glaube, dann wäre es sehr gerne getan. Also, wenn wir doch noch die Maske aufsetzen müssen. Ja. Ja, also Frau von Garsen, herzlichen Glückwunsch an Sie, an Ihr Unternehmen für dieses tolle Ergebnis. Und Dankeschön. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Auszubildende wie die Hanna Schmidt, dass Sie auch in Zukunft mit tollen Fachkräften versorgt sein werden. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, können wir Ihnen die Urkunden überreichen. Gehen wir mal hier nach gerne. Vorne, bitte. Schreiten Sie zur Ehrung. Genau. Ja. So. Ja. Frau Schmidt, ich darf Ihnen jetzt diese Urkunde überreichen. Ich lese mal den Text kurz vor. Die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht Hanna Schmidt diese Urkunde als Anerkennung für sehr gute Prüfungsleistungen, ganz besonders gut in Corona-Jahren, ne? In der Abschlussprüfung Sommer 2021 zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel. Der Präsident und der Hauptgeschäftsführer, bitte schön. Vielen Dank. Ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Ja, und dazu gibt es traditionell für die Besten in unserem Kammerbezirk einen schönen Award. Das hier, ich kann das mal in die Kamera zeigen, ist auch das Logo der Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg. Es zeigt den Man Walking to the Sky, ein Kunstwerk von Jonathan Borowski. Das wurde im Documenta, ich weiß nicht in welcher genau, geschaffen, ist von der Stadt Kassel angekauft worden und steht auf dem grünen Platz vor unserem Kulturbahnhof. Und das ist ein schönes Symbol für Sie als so erfolgreiche Absolventin. Es zeigt den Weg nach oben. Den haben Sie eingeschlagen und ich wünsche Ihnen, dass Sie ihn weiter fortsetzen können, ein Leben lang, und es für Sie immer nur weiter nach oben geht. Vielen Dank. Alles Gute für Ihre Danke. Weitere Karriere. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja, und dann der Ausbildungsbetrieb. Ja, es gehören ja immer zwei dazu, sage ich gerne, wenn das so erfolgreich endet, das Ganze. Frau Dr. Garsen oder Frau von Garsen, ich lese auch Ihre Urkunde mal vor. Die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht dem Unternehmen Dr. Schumacher GmbH in Anerkennung der hervorragenden Ausbildungsleistungen für die Abschlussprüfung Sommer 2021 in den Berufsbildern. Und jetzt kommt es, Industriekaufmann mal 3, ja. Kaufmann oder Kauffrau im Groß- und Außenhandel, diese besondere Urkunde. Kassel im Oktober 2021, der Präsident und der Hauptgeschäftsführer. Ja, Frau von Garsen, Sie können stolz drauf sein. Richten Sie das bitte herzliche Grüße auch der Geschäftsleitung aus. Das mache ich sehr gerne. Ja, die können stolz darauf sein, dass sie jemanden wie Sie haben, der die Ausbildung so gut macht. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute für das Unternehmen und für Sie, Frau Schmidt. Dankeschön. Sehr gut. Finde ich übrigens sehr schön, wenn die Augen der Ausbilderin genauso leuchten wie die Augen der Absolventin sozusagen aus der Seite. Sehr charmant. Willkommen zu unserer nächsten Preisträgerin, hätte ich fast gesagt, zu Ehrenden. Sie hat den weitesten Anreiseweg heute Abend gehabt und wie das immer so ist bei Livestreams, ist sie auch erst vor kurzem hier angekommen, nämlich aus Lübeck. Wir begrüßen jetzt sehr herzlich Annika Neuwirth. Sie ist jetzt Industriekauffrau, hat bei Bickhardt Bau gelernt und sie wird begleitet von Christian Heumüller. Kommen Sie beide her, herzlich willkommen. Hallo. Ja, schönen guten Abend, Frau Neuwirth, schönen guten Abend, Herr Heumel. Da hatten Sie eine gute Anreise, hat alles geklappt? Ja, also die Anreise, die hat soweit geklappt und die Bahn war auch zuverlässig, sodass ich da auch nicht in die Bredouille gekommen bin. Wunderbar, wir sind sehr froh und sehr dankbar, dass Sie den Weg auf sich genommen haben, heute Abend hier zu sein. Liegt ja so ein bisschen nahe, die Frau vom Bau, wobei Sie ja, glaube ich, im kaufmännischen Bereich die Ausbildung gemacht haben. Genau, richtig. Was war denn so das schönste Erlebnis, was Sie in Ihrer Ausbildung auf dem Weg zu einer Besten hatten? Ja, also auf der einen Seite war es natürlich auch immer schön, die verschiedenen Abteilungen in dem Unternehmen zu durchlaufen. Da hat man wirklich auch die Verzahnung zwischen Theorie und Praxis sehr gut mitbekommen. Man konnte alle Bereiche durchschnuppern, man konnte sehen, wo am besten so die eigenen Fähigkeiten liegen. Und ich durfte dann auch während meiner Ausbildung für 6 Wochen in die Niederlassung nach Lübeck vom Bickhardt Bau. Und da bin ich auch dem Ausbildungsbetrieb sehr dankbar, dass die mir das auch ermöglicht haben. Wunderbar. Wie sind Sie denn auf diesen Ausbildungsberuf gekommen? Wie ist denn das gelaufen? Sie waren an der Schule und haben sich überlegt, wie geht es jetzt weiter und dann, was ist dann passiert? Genau, also ich habe in der Schule schon immer gemerkt, dass mir Wirtschaft und Verwaltung auch Spaß macht, dass das so meine Neigungen sind. Ja, und dann hat man natürlich nochmal auf der Jobmesse geguckt, welche Betriebe es hier so in der Region gibt. Und natürlich hat man dann auch nebenbei im Internet recherchiert und so bin ich dann auf den Beruf der Industriekauffrau gekommen. Und sind happy damit. Genau, bin ich happy mit der Wahl. Wunderbar. Herr Heumüller, wie stolz ist man, wenn man eine Beste zum Ziel führt?
Ja, sehr stolz erstmal. Das auf jeden Fall. Wir dürfen in diesem Jahr sogar 3 unserer Absolventen zu den Besten zählen und natürlich mit dem Aushängeschild der Frau Neuwirth in diesem Jahr. Das Unternehmen ist sehr, sehr stolz, eine Industriekauffrau mit so einem tollen Prüfungsergebnis ehren zu dürfen und nicht nur das Prüfungsergebnis, sondern auch gerade bei Frau Neuwirth die 3 Jahre in der Gesamtheit. Also vom ersten Tag an war es eine Auszubildende, wie sich das jedes Unternehmen wünscht, und da sind wir ganz, ganz stolz drauf. Was macht den Unterschied? Warum schafft es Unternehmen wie das Ihrige, doch überdurchschnittlich viele Menschen zu den Besten zu machen? Was ist das Besondere? Ich denke, das Besondere bei uns in der Ausbildung ist, dass wir versuchen, auch die Schnittstellen für die Auszubildenden deutlich zu machen. Das heißt, auch Auszubildende im kaufmännischen Bereich schnuppern in die anderen Bereiche rein, also auch mal in den technischen und gewerblichen Bereich, und können somit unserer Meinung nach die Theorie auch noch besser verstehen und verinnerlichen und dann hoffentlich zu guten Prüfungsergebnissen bringen. Frau Neuwirth, Corona, war das eine große Hürde oder alles gut im Griff gehabt, oder wie würden Sie das einschätzen? Muss man wahrscheinlich nicht ständig haben, aber Sie haben es ja hervorragend gelöst. Ja, genau. Also in Bezug auf die Ausbildung war es in der Berufsschule manchmal schon nicht leicht, weil wir ja doch auch viel Homeschooling hatten. Ja, aber man musste sich dann damit anfreunden und es ging dann doch irgendwie auch, um ans Ziel zu kommen. Ihnen beiden wünsche ich, dass Sie sich den heutigen Abend ganz tief verinnerlichen und dann immer dran zurückdenken, wenn Sie mal vor einer Herausforderung stehen und sich das abrufen nochmal, was Sie alle schon geleistet haben, um da noch ein Krönchen draufzusetzen. Darf ich den Herrn Präsidenten Jordan jetzt bitten, die Ehrung vorzunehmen. Vielen Dank, alles Gute. Vielen und Dank. Sie kommen sicher zurück nach Nordhessen. Sie müssen jetzt nicht sagen, wann, aber ich bin mir ganz sicher. Das wird auch in Ordnung. Dankeschön. Ja, Frau Neuwirth und Herr Nummel, dann darf ich Sie nach vorne bitten, um Ihnen die Urkunde zu überreichen. Danke. So. Erstmal auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Abschneiden als Beste in Ihrem Beruf Industriekauffrau. Der wird ja auch des Öfteren ausgebildet, also das ist schon was Besonderes. Danke. Die Industrie- und Handelskammer Kassel, Marburg, verleiht Annika Neuwirth diese Urkunde als Anerkennung für sehr gute Prüfungsleistungen in der Abschlussprüfung Sommer 2021 zur Industriekauffrau. Kassel im Oktober 2021, der Präsident und der Hauptgeschäftsführer. Und ich sage noch dazu, in diesem Corona-Jahr, was etwas ganz Besonderes, so toll, trotz allem Erschwernissen die Prüfungen zu meistern, und dazu nochmal besondere Anerkennung. Vielen Dank. Der Händedruck muss leider unterbleiben. So, und jetzt bekommen Sie dazu aber noch den Award. Ich habe mir vorhin schon mal kurz vorgestellt, der dann ja einen schönen Platz in Ihrem Raum oder in Ihrer Wohnung zieren möchte oder an Ihrem Arbeitsplatz, als äußeres Zeichen nochmal Ihrer tollen Leistung. Danke. Ja, und wie eben schon gesagt, das gehören 2 dazu. Herr Heumüller, Sie haben eben nochmal ganz schön darstellen können, wo Sie darauf achten in Ihrem Betrieb, was besonders auch in der Ausbildung ist. Also diese interdisziplinäre Möglichkeit auch reinzuschauen für die Auszubildende, ganz toll. Ich überreiche Ihnen jetzt die Urkunde für Sie und für Ihren Betrieb natürlich. Die Industrie- und Handelskammer Kassel Marburg verleiht dem Unternehmen Picard Bau Aktiengesellschaft in Anerkennung der hervorragenden Ausbildungsleistungen für die Abschlussprüfung Sommer 2021 in den Berufsbildern Industriekaufmann und Frau und Baustoffprüfer / diese besondere Urkunde. Kassel im Oktober 2021, der Präsident und der Hauptgeschäftsführer. Vielen Dank. Herr Heumüller, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen, dass wir weiterhin so gute Ausbilder, Auszubildende bekommen. Alles Gute. Vielen Dank. Sehr gut. Und es passt ganz gut. Von der weitesten Anreise kommen wir zur kürzesten Anreise, nämlich die Techniker Krankenkasse ist, glaube ich, ganz in der Nähe hier in Kassel. Und dort hat Ole Petersen seine Ausbildung zum Kaufmann im Gesundheitswesen gemacht. Kommen Sie ruhig schon mal zu uns. Und Silke Herr begleitet ihn. Herzlich willkommen. Ja, Herr Mauke hat es schon angedeutet. Herr Petersen und Frau Herr kommen aus dem Bezirk Kassel, also Kassel Stadt und Land. Wir haben so ein bisschen die Regionen unseres Kammerbezirks bei der Auswahl derer, die heute hier persönlich vertreten sind, berücksichtigt. Das erste Paar stammt aus dem Schwalm-Eder-Preis, eben die beiden aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg und Sie jetzt aus Kassel. Und ich freue mich sehr, dass Ihnen heute hier die besondere Auszeichnung überreichen zu dürfen, und gratuliere Ihnen,
Herr Petersen, zu diesem hervorragenden Abschneiden. Dankeschön. Als Kaufmann im Gesundheitswesen, das ist sicher ein Beruf mit Zukunft, und Ihr Ausbildungsbetrieb ist die Techniker Krankenkasse, von der wir alle schon immer mal gehört haben, Frau Herr heute hier repräsentiert. Herr Petersen, bei der Wahl Ihres Berufes, was war da für Sie ausschlaggebend? Welche Rolle spielte die Meinung der Lehrer und der Eltern vielleicht dabei? Können Sie uns dazu ein bisschen was verraten? Ja, also ausschlaggebend war für die Wahl grundsätzlich mein eigenes Interesse. Mir war es wichtig, dass ich auch einen Kundenkontakt habe und viel mit Menschen zu tun habe, was ich jetzt bei meiner aktuellen Arbeit auf jeden Fall habe. Und das war mir auf jeden Fall wichtig. Den Rat meiner Eltern habe ich natürlich berücksichtigt, aber letztlich meine eigene Entscheidung getroffen und für mich die richtige Entscheidung getroffen. Was natürlich auch noch dabei getragen hat, war, wie Sie auch schon erwähnt haben, dass ein Job mit Zukunft ist. Die Gesundheit geht uns alle an und in der Zukunft wahrscheinlich noch mehr. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich mir für die Ausbildung entschieden habe. Stand auch ein Studium für Sie nach Ihrem Schulabschluss zur Wahl? Grundsätzlich schon. Also ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob ein Studium was für mich wäre. Aber letztlich habe ich mich für die Ausbildung entschieden, weil es mir wichtig war, erstmal Berufserfahrung zu sammeln. Und das war für mich auch letztlich die richtige Entscheidung. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht starte ich noch ein Studium in den nächsten Jahren. Das ist ja noch alles offen. Aus Sicht unserer Wirtschaft würde ich sagen, alles richtig gemacht. Ja? Machen Sie weiter so, weiterhin viel Erfolg in Ihrem weiteren Werdegang. Frau Herr, und Sie waren in dem Corona-Jahr zufrieden? Hatten Sie genügend Auszubildende? Wie verlief das Ganze? Ja, wir können uns nicht beklagen. Wir haben immer genügend Nachwuchs, aber die Suche wird schwerer. Auch bei digitalen Assessment-Centern bekommt man nicht so viel über die Persönlichkeit mit wie im ganztägigen Auswahlverfahren vor Ort. Aber wir sind guter Dinge. Für nächstes Jahr haben wir die ersten schon rekrutiert. Und ich glaube, es ist Ihnen gelungen, nicht nur Herrn Petersen als einen der Besten hier heute vorstellen zu können. Ja, wir haben noch 3 Kandidaten zu Hause und noch einen Kandidaten, der dabei ist mit einer soliden 2. Also wir sind ganz, ganz glücklich. Also 4 Beste. Ja. Unter den 243 heute. Ja. Und die 3, die heute nicht hier sind, Herr Petersen repräsentiert alle 4, würde ich mal sagen, schauen wahrscheinlich zu im Livestream, hoffe ich. Und dann möchte ich denen auch an dieser Stelle schon mal herzlich gratulieren. Und Frau Herr, Sie können ganz besonders stolz sein, dass es Ihnen und Ihrem Unternehmen gelungen ist, so tolle Ergebnisse mit Ihren Auszubildenden zu realisieren. Ja, wie sehen Sie das in der Zukunft? Glauben Sie, dass es Ihnen gut gelingen wird, die entsprechenden qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen? Und welche Wege gehen Sie dabei? Wir nutzen bundesweit die sozialen Medien. Da sind wir sehr aktiv und ich hoffe, dass sich das auch hier in der Region dann überträgt. Und die Schule tut auch seinen Beitrag dazu leisten, dass die Lehrer auch Werbung für den kaufmännischen Ausbildungsberuf machen. Und letztlich die Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen, dass man auch Führungskraft werden kann ohne weitere Studiengänge und sich intern eben mit seinem Know-how einbringen kann. Vielen Dank, Frau Herr, was Sie gerade sagten. Ich glaube, das steht für ganz, ganz viele Unternehmen, viele Beispiele. Ich kann das aus meinem Unternehmen sagen, also auch mal so an die Zuhörer alle. Ich habe 2 Mitgeschäftsführer in meinem Unternehmen, die beide mit der Ausbildung ihren Weg begonnen haben. Ja, und über Jahrzehnte durch praktische Erfahrung auch noch Fortbildungsoptionen, aber einfach den Weg bis an die Spitze gegangen sind. Ja. Und das gerade in den mittelständischen Unternehmen, und die stellen 80% aller Arbeitskräfte in Deutschland, ist das sehr oft der Weg und der bessere Weg. Und warum erst eine unnötige Schleife über den akademischen Weg zu gehen, wenn man dann nachher doch in einer Ausbildung endet, beziehungsweise von da aus seine Karriere startet, so wie Sie es entschieden haben, Herr Petersen. Herzlichen Glückwunsch schon mal zu dem tollen Ergebnis. Dann gehen wir nach vorne zur Übergabe der Urkunden. So, Herr Petersen, ich lese es nur mal kurz vor. Die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht Ole Petersen diese Urkunde als Anerkennung für sehr gute Prüfungsleistungen, insbesondere im Corona-Jahr, in der Abschlussprüfung Sommer 2021 zum Kaufmann im Gesundheitswesen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Petersen. Bitte schön. Und auch für Sie haben wir den Award, Man Walking to the Sky, für ein schönes Plätzchen im Regal oder sonst wo. Ja, und dann darf ich Ihnen, Frau Herr, auch die Urkunde kurz vorlesen. Die IHK Kassel-Marburg verleiht dem Unternehmen Techniker Krankenkasse Fachzentrum ambulante Leistungen
In Anerkennung der hervorragenden Ausbildungsleistungen für die Abschlussprüfung Sommer 21 im Berufsbild Kaufmann im Gesundheitswesen diese besondere Urkunde. Kassel im Oktober 21, der Präsident und der Hauptgeschäftsführer, hier persönlich anwesend. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. So, jetzt schauen wir zu unserem Besten in die Region Marburg, Marburg-Biedenkopf. Dort gibt es die Fritz-Winter-Eisengießerei. Da war ich selber schon mal, da gibt es spektakuläre Jobs am Hochofen. Da gibt es aber auch Elektroniker für Betriebstechnik. Und ein ganz nagelneuer dieser Gattung ist der Manuel Koch. Und er kommt in Begleitung von Thorsten Lecher. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, schönen guten Abend, Herr Koch, Herr Lecher. Wie spektakulär waren die Ausbildungen? Schon sehr spektakulär, also allein von der Arbeit her, dann jetzt Corona noch dazu. Immer wieder was Neues, würde ich sagen. Was war im positiven Sinne das Highlight in den letzten Jahren? Definitiv die Kollegen. Die Kollegen und was man halt geleistet hat in der Zeit während Corona, allgemein während der kompletten 3 Jahre. Wie wichtig ist das Verhältnis zu den erfahrenen Kollegen vor Ort, das Verhältnis vielleicht zu den anderen Auszubildenden? Wie haben Sie das erlebt und wie wichtig ist Ihnen das? Also es ist mitunter das Wichtigste eigentlich, weil gerade in meinem Berufsfeld als Elektroniker, ich muss mich darauf verlassen, was meine älteren Kollegen mir erzählen, weil da zählt halt die Erfahrung auch sehr viel. Und den Jüngeren muss man es natürlich auch weitergeben, dass die dasselbe lernen, was ich habe gelernt habe können. Was hat Corona mit der Ausbildung bei Ihnen gemacht als Elektroniker? Hat das einen großen Einfluss gehabt oder haben Sie das irgendwie sehr gut hingekriegt in der Ausbildung? Wie haben Sie das erlebt? Es hat schon dazu geführt, dass wir eine Zeit im Homeoffice waren. Das hat vor allem in der Berufsschule Probleme bereitet anfangs, dass man erstmal damit zurechtkommen muss, dass man die Leute nur noch vom Bildschirm sieht. Eine Zeit waren wir auch im Betrieb in Homeoffice geschickt, weil wir sehr viele Auszubildende waren und die alle auf einen Fleck. Das ging halt erstmal nicht und die komplette Prüfungsvorbereitung war halt erstmal ein wenig kompliziert, weil man sich nicht direkt sehen konnte. Aber es hat halt geklappt. Ja, und wie es geklappt hat. Also Glückwunsch nochmal zu einem der Besten zu sein. Herr Lecher, wenn man Sie beide so erlebt, erlebt man schon so etwas wie gelebte Partnerschaft. Also Sie beiden, das ist ganz offensichtlich, dass Sie sich gut verstehen. Wie wichtig ist das für einen Ausbilder, dass er einen guten Draht zu seinen ihm anvertrauten Auszubildenden hat? Ja, das ist natürlich enorm wichtig. Ich speziell auch bin immer bestrebt, ein sehr gutes Verhältnis mit den Auszubildenden zu haben. Das sieht man jetzt auch gerade an uns beiden, ja. Einfach, dass man merkt, der Ausbilder ist nicht von oben herab, sondern ist bei uns und hat vielleicht auch ein offenes Ohr, wenn mal Probleme auftreten, die jetzt nichts mit der Ausbildung zu tun hat, und dass man immer auch zu einem kommen kann. Ja, das ist also mir persönlich auch besonders wichtig, dieses Verhältnis da auch zu wahren. Wie anspruchsvoll ist es für ein Unternehmen derzeit, junge, leistungsfähige Menschen für eine Ausbildung zu begeistern? Ist das Selbstläufer, die schalten eine Anzeige und man rennt in die Bude ein? Oder hat sich das doch gedreht? Wie erleben Sie das, den Ausbildungsmarkt oder den Kampf um Talente, wie manche sagen? Ja, also ein Selbstläufer ist es bei weitem nicht mehr. Wir müssen schon sehr viel Energie in die ganze Sache, in die Ausbildungs- oder Rekrutierung stecken, um da adäquaten Nachwuchs zu bekommen. Es ist in der Tat schwieriger geworden, nicht nur, dass klar die Geburten weniger sind, sondern auch, dass, eben wurde es ja schon mal gesagt, viele erstmal den Weg ins Studium da wagen und nachher dann vielleicht doch feststellen, ist vielleicht doch nicht so das Richtige und ich mache lieber eine technische Ausbildung. Herr Koch, Herr Lecher, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie weiter so engagiert, ambitioniert Ihren Weg gehen. Bin mir auch sicher, dass Sie das tun werden. Und um Sie da noch ein bisschen zu motivieren, gibt es jetzt eine kleine Ehrung. Vielen Dank, dass Sie hingekommen sind. Ja, Herr Koch, Herr Lecher, herzlichen Glückwunsch Ihnen beiden. Ich habe jetzt die Urkunde für Sie. Herr Koch, die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht Manuel Koch diese Urkunde als Anerkennung für sehr gute Prüfungsleistungen unter schwierigen Corona-Bedingungen in der Abschlussprüfung Sommer 21 zum Elektroniker für Betriebstechnik. Das ist ja auch kein leichter Beruf, den Sie sich da ausgesucht haben. Also ganz besonders herzlichen Glückwunsch. Hier die Urkunde. Und das bekommen natürlich auch alle, die jetzt im Livestream nur zuschauen und nicht hier sind, bekommen auch diesen schönen Award, ja, für den Sie einen Ehrenplatz finden und der Sie an diesem besonderen Tag und Ihre tolle Ausbildungsleistung immer erinnern soll.
Ja, und Herr Lecher, auch Ihnen als Ausbildungsbetrieb gebührt eine Urkunde. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass Herr Koch so erfolgreich den Weg gehen konnte. Auch, wie wir eben gehört haben, durch eine gute persönliche Verbindung. Sie sind ja auch alterstechnisch relativ nah beieinander. Ja? Also Sie haben demnach selbst schon eine tolle Karriere gemacht im Unternehmen in kurzer Zeit. Das ist wieder ein gutes Beispiel, wie gut Berufsausbildung ist und welche Möglichkeiten man damit schafft. Ne? Sie haben auch eine Ausbildung mal gemacht, ne? Oder? Das ist so richtig. Ja. Ich habe in 1996 meine Ausbildung da begonnen als Elektroniker und dann nachher mit Aufstiegsfortbildung Meister und dann zum Schluss wieder in die Ausbildung gewechselt als Ausbilder. Donnerwetter, das ist doch schon ein bisschen länger her, als ich gedacht hätte. Da wirken Sie noch so unglaublich jung. Behalten Sie sich das auch. Ja, also die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht dem Unternehmen Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG in Anerkennung der hervorragenden Ausbildungsleistungen für die Abschlussprüfung Sommer 2021 im Berufsbild Elektroniker für Betriebstechnik diese besondere Urkunde. Kassel, Oktober 21, der Präsident und Hauptgeschäftsführer. Danke. Herr Lecher, herzlichen Glückwunsch an Sie und Ihr Unternehmen. Weiterhin viel Erfolg. Ihnen wünsche ich weiterhin gute Auszubildende, Ihnen eine tolle Karriere im Unternehmen, Fritz Walter und wie auch immer es weitergehen wird. Alles Gute. Super. Schöne Unternehmenskultur übrigens, dass es so auf Augenhöhe betont wird. So, jetzt geht's weiter. Zwei haben wir noch zum Top-Azubi, nee, zum Top-Absolventen nach Waldeck-Frankenberg. Denn wir freuen uns jetzt auf Luca Kinkel. Er darf sich jetzt ganz offiziell Fachlagerist nennen und wird begleitet von Dania Debmeier von der Fiesmann Shared Service. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Herr Kinkel, herzlichen Glückwunsch zu dem hervorragenden Abschneiden, dass Sie heute im Kammerbezirk unserer großen IHK zu den 243 besten Absolventen zählen, im Ausbildungsberuf Fachlagerist. Und Sie waren im Ausbildungsunternehmen Fiesmann Shared Services GmbH, also ein Unternehmen der Fiesmann-Gruppe. Und jetzt habe ich die Frage an Sie, bei der Auswahl Ihres Berufes, was hat Sie dazu geleitet, diesen Weg zu gehen oder haben Sie da externe Empfehlungen mitbekommen? Ja, vielen Dank erstmal. Ich habe im Vorfeld natürlich viele verschiedene Möglichkeiten durchgeguckt, die eben auch mit meinen Eltern besprochen, die eben auch mit der Bundesagentur für Arbeit besprochen, was eben sinnvoll wäre. Was mich jetzt allerdings zum Schluss dazu verleitet hat, diesen Beruf zu wählen, ist einfach, dass man in dieser einen Ausbildung sowohl das technische, das praktische Wissen als auch das kaufmännische Wissen dabei lernt. Lieber Herr Kinkel, und jetzt haben Sie den Abschluss so hervorragend geschafft. Wie geht es bei Ihnen weiter? Ja, momentan mache ich noch eine weitere Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Die baut auf den Fachlageristen auf. Und danach ist es relativ wahrscheinlich, dass ich erstmal noch dem Unternehmen vorhanden bleibe. Also ich glaube, das Unternehmen wird gut beraten, Sie auch weiter dann einzustellen anschließend. Ja, also wünsche ich Ihnen auch für den zweiten Teil sozusagen, für den Lagerlogistiker viel Erfolg, dass es gut gelingt. Und Frau Debmeier, erstmal Ihnen herzlichen Glückwunsch, dass Sie den Herrn Kinkel zu einem so tollen Ergebnis mit beisteuern konnten, dass er das geschafft hat. Danke. Das zeichnet Sie aus als Ausbildungsbetrieb und Sie als Verantwortliche in dem Bereich. Berichten Sie doch mal kurz, was so in diesem Corona-Jahr Sie besonders betroffen hat, gerade auch in Bezug auf die Ausbildung für den Lagerlogistiker. Ja, also ich glaube, da sind wir uns alle einig, das war ein Hin und Her. Man hat immer gedacht, jetzt ist es bald zu Ende, jetzt können wir bald zur Normalität zurück. Und dieses Warten auf die Normalität, die alte, die wir kannten, hat sich dann dahingehend entwickelt, dass wir eine neue Normalität kennengelernt haben. Im Logistikbereich, denke ich, ist es da sind wir noch relativ viel auch vor Ort, da können wir nicht den Wareneingang ins Homeoffice verlegen, das geht einfach nicht, das heißt, da hatten wir gar nicht mal so die riesigen Einschränkungen, aber an sich gibt es da natürlich auch, was die Materialienbeschaffung und auch die Versendung, die Planung davon betrifft, auch Bereiche, wo wir auch gesagt haben, Logistik geht auch von zu Hause und da einfach neue Wege und neue Kompetenzen auch bei den Auszubildenden entwickelt haben. Und das ist ja offenbar gut gelungen. Sind Sie selber zufrieden mit dem Ergebnis insgesamt bei der Ausbildung in Ihrem Betrieb? Auf jeden Fall. Also erstmal natürlich super stolz auf den Luca mit seinem Ergebnis. Das ist sehr, 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 sehr gut. Wahnsinnig, was er da erreicht hat unter den schweren Bedingungen. Aber insgesamt, wir haben 14 Einser-Absolventen dieses Jahr bei der Sommerprüfung und
Ja, von daher auch liebe Grüße. Ich hoffe, ihr schaut alle zu, auch die Ausbilder aus der technischen Ausbildung und die ehemaligen Auszubildenden. Und ich glaube, wir könnten nicht glücklicher sein mit dem Ergebnis. Ja, dann also auch von meiner Seite herzliche Glückwünsche an alle so erfolgreichen Absolventen aus der Fiesmann-Gruppe, die jetzt noch wahrscheinlich zuschauen. Und Sie haben es eben nochmal betont, das darf man nämlich auch nicht vergessen. Wir sprechen viel von den, den großen Helden dieser Corona-Pandemie. Das sind natürlich die Menschen im Gesundheitswesen an erster Stelle. Aber man darf nicht übersehen, in den praktischen Berufen, in den Lagerbetrieben, in der Logistik, im Handwerk, an den Baustellen und so weiter, wo man nämlich halt anpacken muss. Die Ware fliegt nicht virtuell durch die Gegend. Da ist auch Tolles geleistet worden und sogar ausgebildet worden. Also auch dafür nochmal besondere Anerkennung. Finde ich großartig. Ja, dann gehen wir direkt zur Überreichung der Urkunden, würde ich sagen. So, ich verlese das eben mal dem Luca. Ja, stellen wir mal so rum, ist auch schön. Sie sind ja auch noch so jung, die könnten ja auch fast noch eben abgeschlossen haben. Ja, vielleicht täuscht das auch. Die Damen halten sich halt gut. Ja, also die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht Luca Kinke diese Urkunde als Anerkennung für sehr gute Prüfungsleistungen in der Abschlussprüfung Sommer 2021 zum Fachlagerist. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Herr Kinke. Sie haben einen guten Weg für sich eingeschlagen, gehen ihm weiter. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg auf der Karriereleiter und symbolisch für diese Karriereleiter möge Ihnen hier der Man Walking to the Sky weiterhin den Weg zeigen, immer nach oben, ja, mit beiden Füßen am Boden bleibend. Viel Erfolg, alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ja, und natürlich für das Ausbildungsunternehmen, und hier sind übrigens die ganzen Berufsbezeichnungen aufgeführt, nämlich die Fiesmann-Gruppe, oder nein, nur Fiesmann Shared Services GmbH alleine, hier die besten Absolventen in diesem Jahr hervorgebracht hat. Ich lese es mal vor. Die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht dem Unternehmen Fiesmann Shared Services GmbH in Anerkennung der hervorragenden Ausbildungsleistungen für die Abschlussprüfung Sommer 2021 in den Berufsbildern. Fachlagerist, Kaufmann im großen Außenhandel, Industriekaufmann, Industriemechaniker, Fertigungsmechaniker, Werkzeugmechaniker, Elektroniker für Betriebstechnik, diese besondere Urkunde. Ich bitte auch um Verzeihung, ich habe es jetzt, was sich flüssiger liest, mal die Innen- und Frau und so weggelassen. Es sind natürlich die Damen genauso gemeint. Kassel im Oktober 2021, der Präsident und der Hauptgeschäftsführer und Frau Deppmeier, Sie nehmen diese Urkunde stellvertretend für alle entgegen und gratuliere Ihnen persönlich, aber auch ganz besonders, dass Sie so ein tolles Ausbildungsergebnis hier erreichen konnten mit Ihren Zöglingen, wenn ich das so sagen darf. Alles Gute fürs Unternehmen und für Sie. Ja, einen besten Top-Absolventen haben wir noch. Ich wollte an der Stelle aber noch mal kurz an den Chat erinnern. Schreibt bitte oder schreiben Sie bitte weiterhin Grüße und Glückwünsche rein. Und ich hoffe, es geht Ihnen und euch allen noch gut zu Hause in der Teams-Konferenz. Und ihr habt das Popcorn schon aufgegessen, das wäre ja okay. Ich wollte schon mal vorwarnen, nachher braucht ihr gleich das Getränk. Wenn jetzt nämlich unser letzter Top-Absolvent geehrt ist, dann stoßen wir gemeinsam an. Wenn also noch was fehlt, holt noch was nach. Und jetzt kommt erstmal der sechste Beste. Die Firma Suet Saat und Erntetechnik, die hat nämlich einen sehr guten Industriekaufmann hervorgebracht und er heißt Lennart Bachmann und er wird von Nils Österheld begleitet. Herzlich willkommen. Ja, schönen guten Abend, Herr Bachmann, Herr Österheld, kommen Sie zu mir ein bisschen. Guten Abend. Herr Bachmann, Sie sind ja nicht nur ein großer als besser, Sie sind ja auch ein langer. Wie groß sind Sie? Wie lang sind Sie? So 2,02 Meter ungefähr. Also das ist schon ein bisschen was. Ja, das, was Sie hinter sich gebracht haben, das kann Ihnen ja keiner mehr nehmen. Ne? Das ist ja irgendwie so etwas, auf das man wirklich stolz sein kann. Was hat das mit Ihnen gemacht, als Sie gehört haben, Sie gehören zu den Besten? Naja, also auf jeden Fall ist es ja erstmal eine Anerkennung für mich selber, aber natürlich auch erstmal eine Bestätigung für die Tatsache, dass ich auch wirklich sehr viel gemacht habe für die Prüfung. Und dass, wenn man wirklich was erreichen will, dass das auch klappt einfach. Wenn man sich auch wirklich dann hinsetzt und vielleicht die Verkaufskalkulation auch beim fünften Mal noch nicht verstanden hat, dass man sich halt noch ein sechstes und siebtes Mal hinsetzt, bis man sie verstanden hat. Und so war eigentlich auch so viele Sachen, die für mich neu waren in der Berufsschule, die ich mir dann selber erlernen musste, aber wie sich gezeigt hat, hat es ja ganz gut funktioniert anscheinend. Wenn man das so bewältigt hat und dieses Brett gebohrt hat, löst das ein Stück weit auch Happiness aus? Ja, natürlich. Ich bin mega happy auf jeden Fall und auch sehr stolz. Das kann ja wirklich nicht jeder vorweisen, das muss man ja einfach mal so sagen.
Wie wichtig ist, dass man auch Freude an dem Beruf hat, für den man sich entschieden hat? Freude und vor allem auch beim Stichwort Freude, das Betriebsklima beziehungsweise auch der Umgang mit den Kollegen, der ist mir extrem wichtig. Ich arbeite im technischen Dienst mittlerweile und muss da auch sagen, da bin ich wirklich mit dem Betriebsklima mehr als zufrieden. Also ich fahre sehr gern an die Arbeit, kann ich so von mir behaupten. Das können wahrscheinlich nicht viele von sich behaupten, deswegen finde ich das sehr besonders. Aber ja, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Herr Osterheld, wie haben Sie das gemacht, dass Sie so einen Menschen jetzt hier so, der sprüht ja vor Begeisterung vor Ihrem Unternehmen. Was machen Sie anders als andere? Ich habe den ganz großen Vorteil, ich darf heute die Lorbeeren ernten. Die Arbeit hat meine Kollegin, die Frau Weißenborn, gemacht, die aktuell in Elternzeit ist. Kommt vielleicht zu, dann grüßen wir sie. Genau. Haben Sie gut gemacht. Genau. Was bei uns ein ganz großes Thema ist, also wir versuchen wirklich auf Augenhöhe auszubilden, die innerbetrieblichen Ausbilder sind alles Auszubildende, die selber den Beruf durchlaufen haben. Und die wissen, worauf es ankommt, die wissen, wo die Auszubildenden ihre, ja, vielleicht noch ein paar Probleme haben, wo sie ein paar Schwächen haben, und die können dann intensiver nochmal drauf eingehen. Wenn man so etwas Außergewöhnliches wie eine Corona-Pandemie hat, dann hat man ja auch irgendwelche Lerneffekte dabei. Was war so vor diesen besonderen Rahmenbedingungen, die man nun mal hatte, so der beste Lerneffekt, was Sie mitgenommen haben? Wo haben Sie gesagt, wow, das war jetzt echt eine Aufgabe, wir haben sie gelöst, weil wir ja etwas uns zu eigen gemacht haben, was wir vorher vielleicht nicht hatten? Also ich denke, wir haben, ja, auch wenn man es in der Zeit nicht sein sollte, aber man hat es geschafft, ein bisschen näher zusammenzurücken, also sich besser abzusprechen, die Strukturen besser durchzudenken. Und ja, ich denke, das ist das größte Positive, was wir daraus gezogen haben. Herr Bachmann, was ist Ihr Rat an Schülerinnen und Schüler, die sich vor die Frage stellen, welchen Beruf wähle ich, wo lasse ich mich ausbilden? Was können Sie denen für einen Tipp geben, damit es gut wird? Also, wo Sie sich ausbilden lassen sollten, ist natürlich Saat- und Erntetechnik, ganz klar. Wie wir es ja vorhin schon besprochen hatten, also ich habe persönlich auch Abitur gemacht und wusste leider auch bis kurz vor Ende gar nicht so richtig, was ich nach meinem Abitur machen soll, und ich bin quasi auch ein Quereinsteiger. Ich habe erst 2 Monate vor Ausbildungsbeginn meine Bewerbung abgeschickt, hat dann glücklicherweise noch alles funktioniert, Gott sei Dank, würde ich sagen, aber auch Leuten, die Abitur machen, wir haben es ja vorhin gehört, das waren 60%, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Die duale Ausbildung bietet wirklich enorme Vorteile von Tag 1. Super. Und heute ist ein besonderer Tag für Sie beide. Und das Besondere ist auch, dass Sie eine Ehrung aus den Händen unseres Präsidenten erhalten. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß jetzt. Und ich freue mich, wenn wir uns nach dem Livestream vielleicht nochmal ein bisschen austauschen bei einer Limonade. Danke. Ja, Herr Bachmann, Oestermann, gehen wir gerade nach vorne, dann kann ich Ihnen die Urkunden überreichen. Herr Bachmann, also herzlichen Glückwunsch von meiner Seite nochmal, und Ihr Schlusswort eben hat mir besonders gut gefallen, das klingt noch nach, vielleicht werden wir Sie mal als Testimonial sozusagen in die Kampagne der IHK-Arbeit einflechten. Ja, also ein Gewinn von Tag 1, das fand ich gut. Wird ja auch gar nicht oft genug erwähnt, dass man auch schon Geld verdient vom ersten Tag. Also auch nicht so schlecht, ne? Sonst müssen immer, Nebeneffekt, ja. Genau. Sonst müssen die Eltern sonst jemand zuzahlen, ne, im Studium. Ja, also ich überreiche Ihnen hiermit die Urkunde. Die Industrie- und Handelskammer Kassel Marburg verleiht Lennart Bachmann diese Urkunde als Anerkennung für sehr gute Prüfungsleistungen in der Abschlussprüfung im Sommer 2021 zum Industriekaufmann. Kassel im Oktober 2021, der Präsident und der Hauptgeschäftsführer. Herzliche Glückwünsche nochmal. Vielen Dank. Und Herr Bachmann, auch Sie bekommen den Man Walking to the Sky, obwohl Sie ja schon so groß gewachsen sind, dass Sie fast an den Wolken kratzen können. Aber wie ich schon sagte, das soll Ihnen symbolisch auch weiterhin ein gutes Zeichen sein für eine weiterhin so gute Karriere und so tolle Erfolge wie den Sie heute feiern können und hier persönlich entgegennehmen dürfen. Alles Gute für Sie, Herr Bachmann. Danke. Ja, ja, und Herr Oestermann, Sie sagen selbst, Sie nehmen hier die Lorbeeren für die Frau, wie hieß sie, Frau Weißenborn entgegen, die wird vielleicht zuschauen oder so, Frau Weißenborn, Herr Oestermann, Sie haben alles richtig gemacht, ja, indem Sie Herrn Bachmann zu einem so tollen Ergebnis bringen konnten, und ich überreiche Ihnen jetzt die Urkunde.
Die Industrie- und Handelskammer Kassel-Marburg verleiht dem Unternehmen Suet Saat- und Erntetechnik GmbH in Anerkennung der hervorragenden Ausbildungsleistungen für die Abschlussprüfung Sommer 2021 im Berufswirt Industriekaufmann Frau diese besondere Urkunde. Kassel im Oktober 2021, Präsidenten und Hauptgeschäftsführer. Herr Usterwald, herzlichen Glückwunsch für das tolle Ergebnis an Sie, Ihr Team und Ihre Firma. Und ich wünsche Ihnen weiterhin gute Auszubildende und Ihnen weiterhin viel Erfolg im Unternehmen. Vielleicht für viele Jahre, wer weiß, vielleicht schaffen Sie es mal ganz bis an die Spitze. Alles, alles Gute. Danke. Ja, Herr Bachmann, Herr Österreich, bleiben Sie gleich hier vorne. Und alle anderen Absolventinnen, Absolventen und Ausbilder bitten wir jetzt auch nach hier vorne. Denn jetzt müssen wir natürlich mal gemeinsam auch anstoßen. Kommt ruhig alle vor, nehmt euch ein Getränk mit. Und Sie und euch zu Hause haben wir natürlich auch nicht vergessen. Ich hoffe, ihr habt noch Getränk übrig. Wenn die Gläser leer sind, schüttet sie bitte noch mal voll. Denn was wäre eine ordentliche Ehrung ohne ein gemeinsames Anstoßen? Währenddessen versammeln sich schon mal alle hinter mir. Ihr dürft ruhig zügig aufrücken. Und ihr habt ja nach Hause alle ein Partypaket bekommen. Darin war unter anderem diese Packung Konfetti. Jetzt würde ich euch bitten, öffnet sie, flutet gleich mit uns gemeinsam das Wohnzimmer, die Küche, das Badezimmer, wo auch immer ihr seid. Gucken wir mal, ob es klappt. Und es sind alle da. Wir erheben mal gemeinsam das Glas und zählen jetzt einfach mal zusammen von 5 rückwärts. Wir warten noch, bis alle Gläser voll sind. Und dann stoßen wir mal gemeinsam mit euch an auf das tolle Ergebnis. Also, seid ihr bereit? 5, 4, ihr dürft gerne mitzählen. 3, 2, 1. Gut. Und ich versuch's mal. Sehr gut. Auf euch und auf euch zum Wohl. Ja, mir bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, ihr habt es genauso gemacht. Das sieht jetzt so aus wie bei uns. Wirklich nochmal herzlichen Glückwunsch an euch zu Hause. Ihr habt das alle super gemacht. Herzlichen Glückwunsch und danke an euch alle und danke an die IHK. Und ich würde mal sagen, wenn der Job schon mit Award und Urkunde losgeht, dann kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Also vielen Dank für diese schöne virtuelle Ehrung. Aber es ist natürlich noch nicht zu Ende. Das letzte Wort heute Abend hat traditionell der Präsident der IHK, Herr Jordan. Kommen Sie nach vorne, bitteschön. Und dann haben Sie das letzte Wort. Ja, vielen Dank Ihnen erstmal, Herr Mauke, für die tolle Moderation heute. Herr Mauke, das haben wir noch gar nicht gesagt, ist in der Chefredaktion vom Hessischen Rundfunk in Kassel, in Nordhessen, verantwortlich. Nicht und ganz, wir haben ja schon über Ausstiegschancen geredet, das bin ich nicht. Ich gehöre noch zum Studio Kassel, aber danke für die Vorschusslorbeeren. Ja, habe ich ja gesagt, Kassel. Ne? Genau. Hessischer Rundfunk Kassel, ja. Genau. Ja. Das ist das eigentliche Zentrum von Kassel, das wissen wir ja. Von Hessen meine ich. Von Hessen, ja, genau. Ja, ich möchte an der Stelle zum Schluss nochmal allen Absolventen, die heute dabei waren und natürlich auch, die vielleicht verhindert waren, ganz, ganz herzliche Glückwünsche im Namen der Kammer des Haupt- und Ehrenamtes aussprechen. Sie haben ein super Ergebnis geschafft in einem sehr schwierigen Jahr. Wir haben das eben in den Gesprächen ja betont. Ganz, ganz herzliche Glückwünsche. Und die gehen auch an die Ausbilder und die Ausbildungsbetriebe, die es geschafft haben, sie zu so tollen Ergebnissen zu führen. Wir haben auch einige Landes- und Bundesbeste dabei. Auf die werden wir noch in einer gesonderten Veranstaltung noch einmal zugehen. Ja, also herzliche Glückwünsche. Das war eine super Leistung. Ich möchte aber an der Stelle auch mal dem Team Ausbildung bei der IHK herzlich danken, Herrn Dr. Völsch und Herrn Jörg Reuscher, die alles vorbereitet haben, die die Prüfungen unter sehr erschwerten Bedingungen in diesem Jahr vollzogen haben und wirklich einen hervorragenden Job mit ihrem Team geleistet haben, mit hohem persönlichem Einsatz. Das darf an der Stelle auch mal erwähnt werden. Ja, und natürlich auch dem Kommunikationsteam von Herrn Rudolf in der IHK, der den heutigen Abend hier als Livestream so gut organisiert hat, dass doch noch mehr sogar teilnehmen konnten, als das bei Live-Veranstaltungen der Fall ist. Das ist ja zumindest die positive Komponente. Ja, in dem Sinne wünsche ich Ihnen, den Absolventen, noch weiterhin viel Erfolg, den einmal so erfolgreich eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Viel Glück für Ihre Karriere und dem Unternehmen, dass Sie diese tollen jungen Menschen im Unternehmen halten können. Und vor allen Dingen sage ich auch nochmal, bleiben Sie in Nordhessen, bleiben Sie in Nordhessen und Marburg treu. Wir brauchen Sie als starke Nachwuchskräfte für die Zukunft. Ihnen persönlich alles Gute, Gesundheit, Glück und Wohlergehen. We'll be right back.
Musik.